Herzlich willkommen zurück auf Kalador. Wir sind der Sohn von Captain Stahlbart mit unserer treuen Haushaltshilfe Bones. Ja, wir suchen immer noch zwei Ich komme an denen vorbei. Suchen immer noch zwei Dämonenjäger. Die sich hier verstecken müssten. Deren Aufgabe es ja ist, oder wir müssen ja im Prinzip alle irgendwie abarbeiten, um aufgenommen zu werden in den Zirkel der elitären Dämonenjäger. Und einer fehlt noch. Aber ich glaube, ich sehe ihn. Einer fehlt noch. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Und das ist Fenn. Was haben wir hier? Oh, ein Runenstein. Noch ein Runenstein. Was ist denn Runenhaut? Runenhaut. Immer da benutzbares Plunder Magie. Runenhaut. Okay, den machen wir mal auf die 7. Das war Rune der Stärke. Runenhaut. Das war dieser Rückschlag. Das wird nichts. Ja, ich will die auch nicht jetzt. Gut, hab ich denn eigentlich Charakter? Ich hab doch wieder irgendwas zusammen, oder? Ruhm? Nahkampf? Ach, was? Fingerfertigkeit, Taschendiebstahl, Schlösser knacken. Was haben wir hier irgendwas dazu? Hier brauchen wir auf alle Fälle. Das brauchen wir jetzt nicht so sehr. List, das machen wir auch nicht so sehr. Ja, aber jetzt halt auch Nahkampf. Gut. 258 Gold, das ist ja so traurig. Attributsteine können wir gar nicht übernehmen. So. Sonst noch irgendwas? Was war das? Wolfsson. Was haben wir denn? Ah, noch ein Grundstein. Dämonenklinge. Warte mal, Fan, ich muss noch mal. Das ist jetzt keine. Nee, das ist ein Stein. Dämonenklinge. So, also jetzt weiß das die Dämonenhaut und das ist Dämonenkraft. Und was ist jetzt die Dämonenklinge? Dämonenklinge? So nicht. Übermenschliche Reflexe. Ja. Gut. Legen wir es noch die 5. So, mein lieber Freund. Haben wir jetzt hier alles abgegrast? Alles gefunden, was hier verstreut ist? Ich wusste gar nicht, dass man jetzt hier auch so von den Dingern, die sieht man aber so ganz schlecht hier. Außerdem ist dunkel Nacht. So, es hilft wohl nichts. Wir müssen mit ihm reden. So, Fett. Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten greifen schutzlose Bauern an. Tja, erzähl mir mehr über den Angriff. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das feige Schwein. Die hatten keine Chance. Tja, was weißt du über den Hof hier? Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfsson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Immerhin. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Ja, weißt du, wohin die geflohen ist? Irgendeine Ahnung, wohin Eona geflohen sein könnte?
Ich habe ein paar Spuren entdeckt, die nach Norden führen. In der Gegend ist auch ein alter Steinkreis. Könnte sein, dass sie dort in der Nähe Unterschlupf gesucht hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich lebt sie schon nicht mehr. Egal, wir schauen uns mal um. Ich sehe mich mal nach Iona um. Gut, aber pass auf dich auf. Hab keine Lust, noch ein weiteres Grab auszuheben. Ja, ich weiß, Bones würde ich auch vermissen. Gut. Ich habe uns neue Aufgabe. Was haben wir hier noch? Pilz. Ja, es tut mir leid. Ich hatte eben 20 Sekunden, also irgendwo habe ich hier ein Problem. Das muss ich nochmal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wo bin ich jetzt? Oh Mann. Ja. Was? Also ich habe irgendwie ein Problem bei einigen Aktionen. Ja, es ist wirklich bei einigen Aktionen. Hört der MSI mit der Aufnahme auf. Keine Ahnung warum. Ich war jetzt eben in dem Haus und habe da so einen Questgegenstand aufgenommen. Ein zerbrochener Dietrich. Und dann hat der MSI beschlossen. Schluss. Also fehlen jetzt 15 bis 20 Sekunden im Gameplay. Dann hatte ich mich schon auf das Bett gelegt und dann hat er es wieder aufgehört. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich kenne die Szene nicht, weil ich habe sie dann mit der Gewalt abgebrochen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Risen 3 macht mir bei der Aufnahme mit dem MSI wirklich Probleme. Und ich kann nicht nachvollziehen, woran es liegen könnte. Aber wir versuchen es auf alle Fälle jetzt weiter. Ich weiß, dort steht einer. Den habe ich gesehen, Leute. Keine Angst. Aber wo bin ich hier? Wo bin ich? Wo ist Bones? Wo ist Bones? Tja. Was war das? Egal, wir werden jetzt erstmal uns hier mit ihm auseinandersetzen. Wer bist du denn? Mendoza! Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Tja. Was zum Henker ist hier los? Ja, doch wissen. Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Allerdings. Moment mal, ich. Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit. Dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Das ist ja beruhigend. Wo sind wir überhaupt hier? Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen. Glaub mir. Doch, das will ich wissen. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Ja, ich muss doch irgendwie wissen, was mir geschieht. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Oh Mann, was für ein Albtraum. Mein Ich brauche dringend Geist Hilfe, verlässt die sonst Gruppe. Werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Ja, Bones. Ich habe fürchterliche Albträume. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl... Es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Kennst du ihn? Wer kennt ihn nicht?
Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Tja, hört sich interessant an. Hört sich interessant an. Du willst so einem Kerl nicht begegnen, glaub mir. Da bin ich ja gerade eben zwangsweise. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Ja. Mag sein, doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel. Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung, er ist schon lange tot. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Du bist mein Arzt, du musst mir helfen. Du bist mein Arzt, du musst mir helfen. Na schön, lass mich mal überlegen. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie verschafften mir Linderung. Besser als nichts, mir ist mal mit alles recht, ja. Besser als nichts. Mir ist im Moment fast alles recht. Ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Ja, den wird's ja nicht geben auf der Insel, Mensch, bei uns. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuch am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Knollküsse, eine Quest nach der anderen. Was macht mich dämonischer, ja? Was macht mich dämonischer? Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln. Ja, klar. Ich will den Menschen nicht schaden. Ich will für sie kämpfen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, um dir deine Menschlichkeit zu bewahren. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Das dachte ich mir. Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund. Okay, ich habe sowas wie Seelenstaub gefunden. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Aber dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Ach, super. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Okay, was hast du außer deiner Überweisung an Schamanen noch anzubieten? Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Ach Gott, wo kriege ich denn das Zeug jetzt her? Was? Wo haben wir das denn schon gesehen? Hört sich nicht gerade gesund an. Ich hab's noch was. Ich habe so ein schwarzes Herz schon gesehen. Ich habe es einem Schattenlord abgenommen. Das ist gut, denn du wirst es brauchen. Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen sie unser Blut. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Ja, was genau sind diese schwarzen Herzen? Was genau sind diese schwarzen Herzen? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Ja, was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Wie ich schon sagte, zeige es einem Schamanen. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann.
Bis dahin sammle weiter, schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Tja. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay, okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Ich zeige es dir auf deiner Karte. Ach, so schön. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Almtruhenschlüssel, Bonusversteck. Okay, Ende. Ja, haben wir irgendwie. Machen wir erstmal hier einen 5-mal speichern. Jetzt wollte ich doch mal hier nochmal gucken ins Inventar. Was für ein schwarzes Herz, was für. Alles? Wir haben schwarze Herzen. Schwarzes Hemd. Schwarze Fingernägel. Tatsächlich rohes schwarzes Herz. Ja. Gut, haben wir tatsächlich. Naja. Rohe Hühnerbollen. Jawohl, den Stapel braten wir jetzt nochmal. Das rohe Fleisch braten wir auch. Aber Proviant. Oh, noch Fleisch. Nehmen wir mit. So, an einem Herd, der aus ist. Wie wunderschön. Ein Löffel. Wasser. Haben wir jetzt die Bude hier durchsucht. So, ich... Ja, Wasserfass. Was machen wir jetzt? Wir müssen nach Norden, hat er gesagt. Nach Norden? Nach Norden ist irgendwo da hinten. Aber da kommen wir nicht weiter, oder? Hier. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Irgendwas von Steinkreis, blablub. Was mache ich denn mit diesem ganzen Zeug hier, Schlangenwurz? Ja. Gut, dann wollen wir erstmal schauen, wie wir hier nach Norden kommen. Ja, und noch einmal ist mir mein wunderbare MSI so. Weggeballert. Also ich habe irgendwie den Wurm drin. Ich habe so langsam mal die Vermutung, es liegt am Grafikkartentreiber. Geht's hier eigentlich irgendwo weiter? Ich habe ja jetzt den neuen da, der mit dem Witcher kam von Nvidia. Und seitdem habe ich wieder die Probleme. Das hört sich gar nicht gut an. Komm bei uns, wir gehen lieber hier rum. Wir sollen ja nach Norden. Ach, du hast nicht. Und ich glaube, wenn er mir jetzt... Jetzt schlage ich ein paar Schatten ein. Sophie! Wenn er nochmal abstürzt, dann werde ich den alten Treiber aus dem April nehmen. Weil irgendwie habe ich das dumme Gefühl, das liegt wirklich am Treiber. Na, sag mal, boah, trau doch mal mit drauf. Eine Goldgabel. Aha, eine Goldgabel. Aber es ist halt wirklich nervig, wenn man ewig nur da links oben auf die Anzeige lässt, ob es noch läuft, schaut. Denn das macht einen... Da steht der Nächste. Ah, okay. Dich haben wir auch noch nicht. Cyril. Hallo. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Haben dich die grünen Feuer hierher getrieben? Ja, die sind doch nicht zu übersehen. Ja, die sind ja auch nicht zu übersehen. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, hier aufzukreuzen. Die Eisenbucht ist ein einziges Grab geworden und der Tod nimmt keine Rücksicht auf Neuankömmlinge. Ich schaffe es nicht einmal mehr, unseren Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen, verdammt! Buh, alles in Ordnung bei dir? Alles in Ordnung bei dir?
Wenn deine Freunde und Gefährten neben dir in der Schlacht fallen, dann ist dir nicht zum Feiern zumute. Von welcher Schlacht sprichst du? Nun, der Oberste unseres Ordens befahl uns, diese Gegend von den Schatten zu säubern. Wie sich herausstellte, war die ganze Aktion das reinste Selbstmordkommando. Aber immerhin gelang es uns, das Kristallportal zu schließen. Ja, ist doch gut. Das Kristallportal ist geschlossen? Klingt doch gut. Ach ja? Der Anführer der Dämonenbrut ist entkommen und 5 meiner Gefährten liegen im Dreck und dienen als Futter für die Bestien. Nein, wir haben versagt. Wir haben unseren Vorvätern Schande bereitet. Tja, Selbstmordkommando hört sich sehr schlecht an. Selbstmordkommando hört sich nicht gerade zuversichtlich an. Es ist ein grausamer und gnadenloser Krieg, aber wir werden ihn gewinnen. Die Pläne unseres Druiden Eldrick mögen ihre Opfer fordern, aber sie sind es wert. Tja, was kannst du mir denn noch über die grünen Feuer erzählen? Was kannst du mir über die grünen Feuer erzählen? Warte, was stand da nochmal in den alten Schriften? Seit jeher lodern die grünen Feuer auf, wenn ein schwarzer Schatten die Menschheit zu verschlingen droht. Und was heißt das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ach, klasse, das stand halt so in den Büchern. Unsere Vorväter sind schon ihrem Ruf gefolgt und nun ist es an der Zeit, dass wir das Gleiche tun. Ja, ich nehme mal an, er braucht auf alle Fälle Hilfe. Nur wenn wir das jetzt hier annehmen, dann geht der Quest natürlich hier mit Sicherheit los. Wir haben uns irgendwo durchprügeln müssen. Und daher mache ich jetzt erstmal hier ein Ende und rede dann in der nächsten Folge mit ihm. Wenn es mir jetzt hier die Teile, die ich jetzt hier habe, sind ja leider 3 Teile, irgendwie zusammenstückeln. Und dann muss ich mal sehen, die werden auf alle Fälle heute Abend nochmal eine Folge aufnehmen und schauen, ob es jetzt hält. Also, weil das ist sowas von nervig, wenn wirklich im 5-Minuten-Takt dir das Aufnahmeprogramm wegraucht, auch kommentarlos. Und ansonsten werde ich den Grafikkartentreiber downgrade machen, scheißegal auf Hexer, es geht aber dem alten Treiber mit Sicherheit, läuft Hexer, weil ich habe irgendwie zumindest mal das Gefühl, das ist, weil das Problem trat jetzt erst auf, wieder massiv, und da habe ich das Gefühl, dass es schlicht und ergreifend an dem Grafikkartentreiber liegt und dann werde ich den alten mal drauf machen, weil ich hatte jetzt Ruhe, es lief jetzt wunderbar. Ohne Probleme, alles mit Aufnahme, ob es Assassin's Creed, Risen oder sowas war. Aber seit ich jetzt am 18. den drauf habe, habe ich wieder Probleme. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das werde ich nachher auf alle Fälle erstmal abklären. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bye bye und ciao. Ja, eine etwas hagelige Folge, aber 3-mal wurde ich rausgeschmissen. 3-mal ist das Spiel komplett weggeraucht und ich, keine Ahnung, offensichtlich, woran es liegt. Also so ein Problem hatte ich noch nicht. Und jetzt werde ich nochmal sehen. Ich habe nochmal alles neu gestartet, neu gemacht. Ob das Problem weiterhin auftritt, falls ja, dann werde ich auf alle Fälle nochmal den alten Grafikkartentreiber draufziehen. Weil das ist doch das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum es dann plötzlich so Probleme gibt. Aber egal, für diese Folge sind wir erstmal durch. Wir haben zumindest mal jetzt noch die letzten 2 fehlenden Dämonenjäger, die wir noch finden mussten, gefunden. Jetzt müssen wir den Markt auftreiben und müssen mit ihm mit Sicherheit uns auch noch irgendwo durchballern. Das hört sich alles irgendwie nicht so gut und vor allen Dingen nach viel Aua und Haue an. Aber das erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.